Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empire Total War mit Russland. Ja, nachdem die letzten zwei Folgen ja ohne Thema waren, gibt es heute mal wieder ein schönes, kleines Thema. Genau. Momentchen mal, ich gucke mich hier nochmal um mich so ein bisschen wieder zu orientieren, was denn, wie denn, wo denn. Okay, also wir haben hier einmal die Hauptstadt besetzt. Das ist ja grundsätzlich mal gar nicht so verkehrt. Die Stadt haben wir auch besetzt. Die werden, danach wird's ein bisschen brenzlig. Wir haben hier oben so viel Truppen. Können die mal hier, da? Verdammt, die können da nicht rein. Ein Gebäude wird zerstört werden. Nein! Die Frage ist, ob wir die nächste Runde da überhaupt noch bräuchten. Oder ob die jetzt nicht ein Gebäude zerstören und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Na gut, was wir vielleicht machen könnten, wäre mit denen hierhin. Ja, dann bieten wir aber so eine verdammt breite Front. Naja gut, aber wenn wir die erobern würden, dann hätten wir die drei Städte, dann hätten wir praktisch das Maratenreich in uns einverleibt, nenne ich es jetzt mal. Und dann haben wir hier die breiteste Front, die wir überhaupt haben können, mit 1, 2, 3, 4 Provinzen. Und sorry für den Fail mit Südafrika, ich weiß immer noch nicht, warum ich Indien permanent mit Afrika verwechsel. Vielleicht liegt es an der doch teilweise zu verwechselnd ähnlichen Form. Ganz davon abgesehen, dass Indien eigentlich wirklich größer, nein, eben genau andersherum, dass Afrika deutlich größer ist. Wenn man sich das mal anguckt, und dann mal in den Süden gucken könnte, was gerade nicht geht, dann ist da schon eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Es wird nach hinten, nach unten rum auch spitzer. Hier rum breiter. Gut, hier wird es, glaube ich, nicht so breit, sondern eher wieder hier rein. Aber schon ein bisschen Ähnlichkeit ist schon da. Gut, ab. Und hier unten wäre dann praktisch Madagaskar. So ungefähr. Also, ein bisschen Ähnlichkeit gibt es. Ein kleines bisschen. Aber okay. Dann schauen wir einfach mal. Also, hier, der da läuft da lang. Der, wenn er nicht gebraucht wird, kann dann... Ja, wo läuft dann der hin? Hier ist kein Gebäude. Hier wird eine Schiffswerft gebaut. Ach du Scheiße. Na, die bauen aber echt ordentlich Militär. Ja, dann müssten wir eigentlich fast die Provinz einnehmen, weil wenn wir da dann tiefer reingehen, dann könnten wir hinterlaufen werden. Also da haben wir dann lieber... aber dann lieber eine schöne Front. Das ist dann, glaube ich, schon besser. Wie sieht's denn hier nur... Ah ja, genau. Hehe. Guter Tipp, den ich wieder vergessen hatte. Hier. Erst so, auf die Art und Weise geht man nur alle Gebäude durch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, es kann ja ein Weilchen dauern. Ach du Scheiße, das kann ja ein Weilchen dauern. Moment, geht es nicht irgendwie einfacher? Geht es nicht irgendwie einfacher? Provinzen? Ja gut, die eine, die will nicht so ganz. Agenten, gut, okay, unsere Agenten, das, naja, belassen wir mal lieber. Ziele. Ja, unser Ziel wäre es auch noch gewesen, Litauen, Weißrussland und Polen einzunehmen, genauso wie Georgien. Jetzt haben wir praktisch die ein bisschen so verschont, ne? Aber ist ja egal. Wir wollen ja eh die ganze Welt, also irgendwann müssen wir Polen eh in den Rücken fallen. Aber warum... Ah! Das ist gar nicht mal so schlecht. Gebäudeübersicht. Da haben wir hier zwei. Ach, ist ja geil. Was ich jetzt noch geiler finden würde, wäre... sagt man das so? Weiß nicht. Was ich jetzt noch geil fände... So, das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn man noch sehen könnte, ob das Gebäude bereits ausgebaut wird oder nicht. Das wäre recht geil, sagen wir es so. Aber das ist natürlich auch relativ aufwendig. Auf die Art und Weise. Okay. Wird ausgebaut. Oh Gott, ey, das kann dauern. Egal, in der Zeit fange ich mal ein bisschen mit dem Thema an. Oh, richtig schön hier die Ecke weg. Wenn ihr mal da oben bei Gebäudeansicht rechts oben guckt.
Richtig schön die Ecke weg. Geiler Grafikbug. Also, mein heutiges Thema, ihr habt es ja wieder schon am Titel gesehen. Es geht heute um das Thema Drohnenbau bei Google. Nebenbei erwähnt, Google ist nicht der einzige, der mal schnell Drohnen gekauft hat. Also ein Unternehmen gekauft hat, das Drohnen produziert. Sondern Facebook hat das angeblich genauso gemacht. Bei Google habe ich es halt nur schneller gehört. Deswegen heißt es auch, oder heißt auch die Folge, das Ganze mit Google. Google beabsichtigt mit dem Kauf von diesen Drohnenunternehmen. Ach komm, das passt jetzt schon. Das wird schon schief gehen. Ich habe keinen Bock jetzt hier die ganze Zeit das durchzugehen. Wie lange brauchst du? Oh, da wird eh eine Rebellion eigentlich starten, glaube ich. Aber 100 wird da ne. Na, wobei. Könnte eng werden. Bom, 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 bom. So, du da. Hier, du da. Scheiße, da kann ich nicht reingucken. Wie lange braucht die Hauptstadt? Auch noch 5 Runden. Heilige Scheiße, ey. Die brauchen ja alle so lang. Gott, ey. Ist ja schlimm mit euch. Na gut. Dann gehen wir in die nächste Runde. Also, Google beabsichtigt mit diesem Kauf des Drohnenunternehmens natürlich den Bau von Drohnen. Wer hätte es gedacht, sonst würde man nicht so ein Unternehmen kaufen. Die Hauptabsicht dahinter liegt aber, dass sie Internet auch in die verwinkelsten Orte der Welt schaffen wollen. Grundsätzlich ist es ja echt eine geile Idee. Ich meine, wenn ich mir so überlege, mal ernsthaft, nehmen wir das Beispiel mal Afrika. Gut, ist jetzt immer das Extrembeispiel. Ach, die zahlen mir wieder Geld für das, dass das Handelsabkommen wieder brechen. Gut, vielen Dank. Moment, wo war ich jetzt? Ah ja, genau, Afrika-Extrembeispiel. Wo in Afrika bekommt man Internet außer in den Großstädten? Ich bezweifle über... Irgendwo. Alter. Ey, was ist denn da los, ey? Entschuldigung, also irgendwas habe ich da im Hals und ich weiß nicht genau, was es ist. Ich weiß nur, dass es nervt. Alter. Ey, das geht gar nicht, Mann. Irgendwas ist da. Egal. Auf jeden Fall. Außer in den Großstädten kriegt man eigentlich nirgendwo Internet. Gut. Für Google ist es natürlich auch von Vorteil. Die Afrikaner in unserem Beispiel. What the fuck? Ja, ich will da mal reingucken. Will da mal reingucken, wie es da aussieht. Also die Afrikaner haben einen Vorteil dann davon, dass sie zum Beispiel, gut, okay, ich meine, die verrecken dort, weil sie nichts zu essen haben. Die brauchen da wahrscheinlich teilweise dann kein Internet, nicht unbedingt zumindest. Aber egal. Sie haben dann Internet. Das ist doch schon mal etwas, ne? Also Steigerung der Lebensqualität, super. Glaubt ihr ernsthaft, dass es beim Internet bleiben wird? Spätestens seit der NSA-Affäre müssen wir doch bei jeder Scheiße stutzig sein, was die auch immer machen. Egal was die machen, da muss man doch immer einen Ticken dabei, also mitdenken und überlegen, ob da nicht irgendwo ein, ja, Spionage-Hintergrund sein könnte. Ach, scheiße, ey. Die haben überall Mauern inzwischen gebaut, um ihre Siedlungen. Fuck you. Ach. Dann geh halt da rein. Los, lauf. Genau. Entdeckung des Wasserstoffs. Wer es lesen will, lest. Technologiefortschritt. Okay, gut. Du machst da weiter. Du machst da weiter. Ja, pff, wunderbar. Sehr schön. Also, spätestens seit der NSA-Affäre müssen wir doch bei jeder Sache stutzig sein. Es wird, denke ich mal, ziemlich leicht sein, an so eine Internetdrohne, die ja eh mit Satelliten dann gestützt ist, damit da das Internet dann jeweils hinstrahlen kann, da wird sicherlich es sehr leicht sein,
dort eine verdammte Kamera dran zu bringen und einfach mal wieder mehr Bilder zu sammeln. Ich meine, Google hat ja auch noch dann den Hintergrund, das haben sie ja auch noch gesagt, stimmt, sorry, dass sie die Google Maps Bilder erweitern wollen. In dem Sinne. Ja, und damit haben wir dann schon unser kleines Problemchen, ne? Da hockt man einmal gemütlich im Garten und dann kommt so eine... Naja gut, okay, in Europa wird es, denke ich mal, eher weniger fliegen, aber vermutlich auch irgendwo auf für ländliche Gebiete oder so, könnte ja möglich sein. Egal, dann liegst halt in deinem Garten, nichts ahnend, machen wir jetzt mal hier Teufel an die Wand. Liegst da so, auf einmal siehst du irgendwo so einen kleinen Schatten da oben, denkst dir nichts dabei. Irgendwann googelst du nach deinem Ort und auf einmal sieht man, wie du da nackt in deinem Garten liegst. Besten Dank. Genau das brauche ich. Genau das brauche ich von der Welt. Und wieso haben die zum Teufel ihre Truppen da abgezogen? Ich meine, ist ja nicht so, dass ich gerade die Stadt angreife, weißt du? Und dann ziehen die ihre Truppen da zurück. Mein Gott, sind die dämlich. Lauft. Lauft, meine Freunde. Lauft. So. Die habe ich immer noch nicht testen können. Die laufen immer noch gemütlich hinterher. Und ich weiß echt nicht, wie ich das regeln soll. Moderne Uni. Ja, ich bin immer noch nicht sicher, ob ich die jetzt behalten soll oder nicht. Aber die haben echt ganz schön viele Schulen. Also das muss man ihnen lassen. Die sind in Sachen Aufklärung extrem fortgeschritten. Das wäre mir aber eindeutig zu blöd, weil dann wären bei mir überall nur noch Rebellion. Obwohl ich eine Demokratie bin. Ach du Scheiße, Bramsegel? What the fuck? 27 Runden. Nee, Uppsala, das dauert mir zu lang. 27 Runden geht gar nicht. Mach lieber mal Lochkartenwechsel. Und warum... Ja, okay, die kümmert sich um... Schrapellladung, Erschütterungsladung, Erschütterung. Das muss sein. Erschütterung muss sein. Das ist das Geilste vom Geil. Ja, wie es aussieht, lassen die uns da gemütlich allein. Die haben einen Mörser. Eine 18, eine 12-pfündige. Ganz ehrlich. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also, greifen wir die Scheiße an. Übrigens, für alle, die es interessiert, wenn ihr nicht eh mal wieder so spät, also wenn ihr keine Subbox-Camper seid, müsstet ihr es eigentlich eh schon gesehen haben. Subbox-Camper haben es ja in der Regel generell sehr schwer, in der Regel generell, heilige Scheiße, ich bin mal wieder sprachlich ein Ass. Also die haben es, Subbox-Camper haben es ja bei mir generell etwas schwieriger, weil ich nicht immer verlässlich um 18 und 19 Uhr die Folgen rausbringe. Wenn ich so wirklich, also jetzt in den Ferien habe ich es relativ leicht, weil ich vorab gut die Folgen am Mittag hochladen kann, kann dann in Ruhe am Mittag, am Vormittag kann ich die Folgen in Ruhe hochladen, am Mittag in Ruhe zocken und dann sind die am Abend, sind die schon lang fertig, brauche mich nicht mehr drum kümmern, weil ich das ja schon am Vormittag alles gemacht habe. Tja. Während der Schulzeit läuft das Ganze halt dann doch ein bisschen anders. Da ist es halt einfach ein bisschen schwieriger, das Ganze zu handeln. Aber trotzdem haben es bei mir einfach Subbox Camper ein bisschen schwieriger. Egal, auf jeden Fall, das wollte ich jetzt gar nicht ansprechen so sehr. Eigentlich. Ja, genau, es werden sicherlich schon viele gesehen haben. Es kommt heute um 19 Uhr, kommt das 100 Abonnenten Special. Ich weiß jetzt endlich, was ich machen will und was ich machen werde. Das wird ein doch nicht... Ach du Scheiße. Heilige Makrele! Mit was schießen die da? Scheiße, das ist doch Etzkalk. Das ist Etzkalk! Ah, gut. Schön, dass die dich... Egal. Das ist ein etwas längeres Video. Ich nehme noch nichts vorweg. Das sollt ihr dann schön selber mal angucken. Aber es wird, denke ich mal, doch ein bisschen Arbeit machen. Da ist, denke ich mal... Oh Gott. Oh Gott. Leute, habt ihr es gerade... Spult nochmal zurück. Spult nochmal ein bisschen zurück, bevor ich Oh Gott gesagt habe. Und schaut rechts oben...
jetzt habt ihr schon wieder gesehen, da braucht ihr gar nicht mehr zurückspulen. Sie schießen in ihre eigene Mauer. Sind die denn komplett bescheuert oder was? Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe E gedrückt. Was heißt E? Was heißt E? Was heißt E? Ich weiß es nicht. Aber auch egal. Lauft! Wow, Alter! Die Kugeln spinnen mal wieder. Ganz gemütlich. Die gehen mal wieder in die... Jetzt haben sie es geschafft. Sie haben hier in ihre Mauer... Ey, komm. Warte. Moment. Stopp, 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 stopp. Ganz ehrlich. Stopp. Wir warten. Wir warten. Jetzt erstmal gemütlich. Ich weiß, dass da ein paar sind. Und die Mörser können mich auch gemütlich treffen. Aber das wäre einfach zu göttlich. Es wäre einfach zu göttlich, diese Gelegenheit nicht zu nutzen. Sorry, Leute. Schießt eure Mauer ab. Bitte, tut es einfach, okay? 51%, das wäre einfach nur göttlich. Ja, ich weiß, tut mir leid, es gibt extreme Schäden. Hallo, schießt doch mal. Oh nein, haben sie es realisiert. Fuck, jetzt muss ich aber reagieren. Och Mann, das wäre einfach zu schön. Lauft hoch, meine Freunde. Lauft. Ihr braucht viele, viele Seile. Ah, okay. Oh, nice. Die Granatwerfer. Oh, oh, jawohl. Das schmeckt, aber ordentlich. Haha. Ja, und ihr? Gut, was ihr dann macht, ist mir herzlich egal. Geht da dann einfach in irgendwelche Seile, die halt noch da gerade übrig sind. Lauft einfach. Okay. Also. Das war's dann vom Thema. Heilige Scheiße. Geh mal bitte hoch da. Das war's dann vom Thema. Geht hier hoch. Vom Thema Drohnen. Ich meine, dass Drohnen generell. Drohnen sind eigentlich generell gar keine schlechte Sache. Heilige Scheiße. Angriff! Ah ja, macht da super. Ah, cool, das Tor ist offen. Ich finde die Indischen eigentlich am geilsten. Die sind auch immer am leichtesten einzunehmen. Irgendwie. So, was macht ihr da jetzt? Geht, greift die mal an. Schießt. Könnt ihr überhaupt schießen? Dann geht er halt darüber. Wir könnten es auch ganz anders machen. Ja, wobei, schießt ihr mal ein bisschen. Danke. So. Und jetzt greift er alle an. Alle. Alle gehen in den Nahkampf. Oh, ja, ja. Oh, geil. Oh, geil. Oh, das wird nice. Yeeha. Oh, nice Scheiße. Oh, ja, ja. Alter. Moment. Wir haben hier jetzt nochmal. Ich weiß gar nicht. Das waren mehrere tausend Mann. Das waren gut 1000 Mann, die da gerade gestürmt sind. Ach, du Scheiße. Oh, Mann. Geil. Oh, das war putzig gerade. Das war richtig geil. Also, Leute. Oh, nice. Repariert mal hier bitte. Okay. Keine Dörfer übrig. Dann... Ja, dann es sind halt keine Dörfer übrig. Das hier außen. Ja, so einen indischen Standort könnten wir schon haben. Oh, nice. Aber ich baue hier trotzdem mal noch nichts aus. Allein aus dem Grund... Okay, außer dich. Dich reiße ich ab. Ja, aus dem Grund, weil hier wahrscheinlich eh zerstört wird. Oh, und hier ist die Provinz sogar frei. Oh, die Provinz ist frei. Na dann, rein, rein, rein. Aber flotti karotti, meine Freunde. Okay, ja, schreibt mir eure Meinung zu den Google-Drohnen in die Kommentare.
und wie sie gefährlich sein können, tue ich das Ganze mal wieder nur überstrapazieren, beziehungsweise einfach zu heftig und zu gefährlich denken. Ist das alles Tutti? Und was ihr sonst noch so denkt, ihr kennt's ja. Ich brauche eigentlich gar nicht sagen, ihr macht's ja auch schön brav. Top eigentlich. So macht alles Spaß. Tolle Videos. Naja, kein Eigenlob, kein Eigenlob. Nein, 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 das habe ich nicht gewollt. Aber egal. Ich bin mal wieder der Meister der Verabschiedung. Also, ciao, bis vielleicht in einer Stunde, vielleicht auch einfach bis zur nächsten Folge. Ciao.